Das ist keine intellektuelle, sprachlich ausgefeilte Rede. Das ist die Rede einer Frau, die aktuell so platt ist wie die norddeutsche Tiefebene. Ich stemme unbezahlte Sorgearbeit für drei Kinder und meine pflegebedürftige Mutter neben dem Beruf und fühle mich jeden Abend, als hätte ich 226 Kilometer bei einem Ironman-Triathlon hinter mir. Und zwar bei 32 Grad im Schatten. Ich frage mich dann schon mal, was passieren würde, wenn die Mütter streiten würden. Und so heißt meine ungehaltene Rede. Und ich bin Marion Otto. Stellt euch vor, die Muttergewerkschaft ruft einen Streik von 5 Tagen aus. Mütter, lasst uns zusammenstehen, vereint und fest, für eine Gesellschaft, die uns gibt, was wir brauchen, nicht den Rest, würde auf meinem Protest-T-Shirt stehen. Wenn die Mütter streiken würden, würde meine Jüngste bestimmt im Schlafanzug in der Schule aufschlagen. Vielleicht mit Fahrradhelm, aber natürlich ohne Pausenbrot und Sportbeutel. Der Große würde frühestens um 10 Uhr im Unterricht erscheinen, der nicht mal den Wecker der Atomalarm-Sirenen imitiert hört. Der Wäscheberg wäre nach einer Woche hoch wie der Mount Everest. Müsli-Schalen und Chipsreste in den Kinderzimmern würden Bakterienkolonien eine neue Heimat geben. Armen Katzen wären auf Diät. Und meine Mutter mit Demenz hätte keinen Anker mehr in einer Welt, die sie immer weniger versteht. Sorgearbeit ist geheimnisvoll wie Neutrinos. Nach außen hin ist sie oft unsichtbar, schwer zu messen und unbezahlt. Dennoch hält diese Arbeit unsere Gesellschaft zusammen und am Laufen. So, und das sind meine 5 Thesen zur Sorgearbeit. Erste These, Gleichberechtigung. Ich weiß, es ist uncool, über Hausarbeit zu stöhnen. Aber was die Gesellschaft von uns erwartet, sieht ja so aus. Alle haben saubere Wohnungen und gepflegte Gärten. Die instataugliche Familie sitzt mit hübsch gekleideten Kindern und der rüstigen Oma vor einem aufwendigen Essen, nachdem wir tagsüber im Business-Kleid Karriere gemacht haben. Das bisschen Haushalt macht die Familienmanagerin doch ganz nebenbei. Und natürlich helfen die modernen Papis ganz viel mit. Das läuft bei mir mit 3 lebhaften Kindern und einer pflegebedürftigen Mutter und einem 30-Stunden-Job nicht nach Plan. Die Familienmanagerin ist regelmäßig so gestresst, dass sie 5 Snickers auf einmal essen muss. Der Gender Care Gap beträgt aktuell in Deutschland über die Gesamtbevölkerung etwa 50%. Das heißt, Frauen machen 1,5-mal so viel Hausarbeit wie ihre Partner. In Paarhaushalten mit Kindern verbringen Frauen täglich sogar 2,5 Stunden mehr als ihre Männer mit Hausarbeit und Kinderbetreuung. Das ist doch krass, oder? Gleichzeitig verdienen Frauen selbst bei gleicher Ausbildung im Schnitt 20% weniger. Das ist das Gender Pay Gap. Vielfach rutschen Paare nach der Geburt eines Kindes wie auf einer glatten Straße ungeplant in eine traditionelle Rollenaufteilung. Frauen gehen in Elternzeit oder Teilzeit. Automatisch übernehmen sie unbezahlt mehr Haushaltspflichten und kümmern sich um die Kinder. Während der Mann der Hauptverdiener wird. Und das bleibt dann so. Selbst wenn die Kinder zur Schule gehen und auch wenn die Mütter wieder arbeiten. Durch Elternzeit und Teilzeit haben wir Frauen später weniger Rente. Wir haben weniger Berufserfahrung. Das ist relevant für Frauen, die sich scheiden lassen. Und nicht vergessen, über 1/3 aller Ehen wird geschieden. Lasst die Väter früh der Kinderhauptverantwortliche sein. 2 Monate Elternzeit zum Eingewöhnen in der Kinderbetreuung zum Beispiel. Danach wird die Sorgearbeit meist gleichmäßig geteilt, und zwar lebenslang. Das wurde in Studien nachgewiesen. Das ist ein Knackpunkt, an dem man gesetzlich angreifen kann und für Veränderung sorgen kann. Fordern wir Vaterschaftszeit ein. Klar ist, Sorgearbeit muss in Zukunft gerechter aufgeteilt werden, wenn wir mit der Gleichberechtigung in der Zukunft ankommen wollen. 2. These, Punkmütter statt Rabenmütter. In meinem Umfeld erwarten alle, dass die Mütter für die Erziehung zuständig sind. Beschwerden landen ungerechterweise immer bei mir und das stresst mich. Die Lehrerin schickt immer mir die E-Mail und verlangt, ich möchte mit dem Kind über Schimpfwörter in der Schule sprechen. Mit Scham und Schuld wird an Frauen appelliert. Ihr wollt ja wohl alle das Beste für eure Kinder, oder? Also reißt euch doch bitte zusammen und stellt eure Bedürfnisse hinten an. Männer sind dafür deutlich weniger anfällig. Deshalb, Mütter, lasst uns Punkmütter werden.
Laut Internet ist das Charakteristische für Punks provozierendes Aussehen, eine rebellische Haltung und nonkonformistisches Verhalten. Auf das provozierende Aussehen würde ich gerne verzichten. Aber etwas mehr rebellische Haltung und Mut zu nonkonformistischem Verhalten würde uns Frauen durchaus gut tun. Ich bin hier wirklich für Mut zu Unperfektionismus. An einem Suppenfleck auf dem Pullover ist noch keiner gestorben. Lass die Brösel unter den Tisch liegen und leg die Beine hoch. Morgen kommen noch mehr dazu. Lasst uns nach unseren Bedürfnissen schauen. Männer gehen mit Forderungen von Schule und Umwelt oft lässiger um und fühlen sich nicht als Versager in der Erziehung, wenn das Kind in seiner pubertären Phase seine Grenzen testet. Über Schimpfworte in der Schule spricht deshalb ab jetzt der Vater mit dem Nachwuchs. Ich habe der Lehrerin mitgeteilt, dass er sich mit dem Thema besser auskennt und ihr die E-Mail-Adresse meines Mannes geschickt. Die Lässigkeit der Männer können wir uns abschauen. Lasst uns entspannte Punkmütter sein. Dritte These: Verteilt das Mental Load. Auch Planungsarbeit in der Familie ist unsichtbar wie die Unendlichkeit und schwer wie ein schwarzes Loch. Das Familienmanagement liegt überwiegend in der Hand der Frauen. An 1000 Sachen muss ich gleichzeitig denken, Termine miteinander koordinieren. Einmal hatte ich den Kopf so voll, dass ich meinen Rock zu Hause vergessen hatte. Familienmanagerin ist ein anstrengender Vollzeitjob mit 3 Kindern. Und irgendwann ist der Kopf so voll, dass man eben den Rock vergisst. Die eigentliche Belastung ist es, für alles verantwortlich zu sein. Heutzutage spricht man vom Mental Load. Diese vielen kleinen Aufgaben gingen mir ständig durch den Kopf. Es fiel mir schwer abzuschalten. Ich schlief schlechter, fühlte mich angespannt und ausgelaugt. Es nützt dann wenig, wenn jemand mithilft. Es müssen ganze Verantwortungsbereiche ausgelagert werden. Inzwischen ist Papa für den Zahnarzt zuständig. Immer. Auch für die Terminvereinbarung und für das Schuhekaufen. Der Kindsvater hat sich Erinnerungstermine im digitalen Familienkalender für Frühjahr und Herbst gesetzt. Wir brauchen keine Überlichtgeschwindigkeit, um dem schwarzen Loch zu kommen. Es reicht, wenn wir die Raumzeit ein bisschen verbiegen und Verantwortung abgeben. Vierte These: Bezahlung für die unbezahlte Sorgearbeit. Mindestens 6 Stunden pro Woche kümmere ich mich um meine kranke Mutter. Um meine 3 Kinder, die ich sehr liebe und alle schon immer haben wollte, kümmere ich mindestens 30 Stunden pro Woche. So wie die meisten Mütter in Deutschland. Das sind 36 Stunden unbezahlte Arbeit pro Woche. Mein Ziel ist es nicht, dass die Männer mehr machen und dann auch erschöpft sind. Ich möchte ein Bewusstsein für Sorgearbeit schaffen und nach Lösungen suchen. Gleichgeschlechtliche Paare kriegen die Verteilung der Sorgearbeit übrigens meist ausgeglichen hin. Was wäre, wenn eine Elterngewerkschaft den Mindestlohn erkämpft hätte für die Sorgearbeit? Hausfrau und Kinder? 1580 Euro pro Monat. Mama im betreuten Wohnen versorgen? 288 Euro pro Monat. Lasst uns das Tabu brechen und über Bezahlung sprechen. So, das geht jetzt an meinen Vater. Papa, ich brauche Unterstützung. Ich weiß, dass du aktuell selbst zu krank bist, um dich um deine demente Frau zu kümmern. Wie wäre es, wenn du mir jemand bezahlst, der mich im Haushalt unterstützt, damit ich Zeit für mich habe? Fünfte These: Wir sollten eine Revolution starten. Die Doppelbelastung von Beruf und unbezahlter Sorgearbeit kann krank machen, wenn nicht genug Zeit bleibt, um die Batterien wieder aufzuladen. Bei mir hat der Stress zu Schlafstörungen und zu hohem Blutdruck geführt. Ist das alles nur mein Problem? Privatsache? Nein. Wenn man sich für eine gerechte Verteilung der Sorgearbeit einsetzt, dann ist das Private politisch. Es ist ein Fehler im System, der sich kein bisschen davon ändert, wenn gestresste Frauen meditieren oder achtsam sind. Unsere westliche kapitalistische Gesellschaft beruht auf der kostenlosen Sorgearbeit. Es bräuchte eine Revolution, um dieses System zu ändern, habe ich gelesen. Also Mädels, warum nicht eine Revolution? Das Wahlrecht mussten die Frauen auch erkämpfen. Vor 1958 durften Frauen in der Bundesrepublik nur arbeiten, wenn ihr Ehemann einverstanden war. Bis 1977 war auch in Deutschland die Frau in der Ehe zur Führung des Haushaltes verpflichtet. Das muss man sich mal vorstellen. Es hat sich schon so viel verändert. Lasst uns die Sorgearbeit umverteilen. Zuständigkeiten aufteilen.
lassen wir unsere Kinder, ja auch die Söhne, mehr im Haushalt helfen. So verstehen zukünftige Generationen, was Sorgearbeit ist. Auch Menschen ohne kleine Kinder können sich bei der Sorgearbeit einbringen. Meine Freundin, die inzwischen Rentnerin ist, geht einmal in der Woche mit meiner Mutter spazieren. Das ist eine riesengroße Hilfe. Danke, Bettina. Also Mädels, warum nicht eine Revolution? Lasst uns streiken, Mütter! Mit Cappuccino und rotem T-Shirt auf dem Marktplatz. Damit sich etwas verändert. Damit Mütter nicht zu erschöpft sind, um das Leben zu genießen. Lasst uns eine Gesellschaft werden, die sich mit uns an unbeschwertem Kinderlachen freut.